Hallo und herzlich willkommen heute mal wieder auf unserem LS-Server mit dem Sascha. Mahlzeit. Jü. Mach da erstmal vorne voll. Ah. Gleichberechtigung für alle Hänger. Scheiß auf die Hänger, ob die jetzt 1 oder 30% kriegen, das ist auch. Ja, also, scheiß drauf, dass die, ne? voll kriege ich ihn doch sowieso. Auch wieder recht. Beim Häckseln fange ich auch immer hin. Also. Ich dachte, man häckselt mit einem Hänger. So kannst du auch mit zwei Hängern. Ja, gut, kommt immer auf die Größe an. Richtig. Oh. Schön die Abtank-Animation mit reinnehmen. Ja. Das saugt richtig an MB-Zahl bei der Aufnahme. Ja. Schön wäre, wenn ich am Ende so 4 GB zusammen habe. Was? Pro Video 4 GB, denke ich. Aber muss ich danach noch kodieren. Och. Innenansicht dreschen ist genauso scheiße. Ja, okay, bei den Großen schon, aber mit den Mittleren geht das eigentlich. Da hatte das Schneidwerk voll im Bild. Ne? Ja, aber auch hier bei dem schön die Animation noch mit drin. Die einzelnen Dinger, die da angezeigt werden. Schön. Profihaft schön mit Innenperspektive dreschen. Draußen Bonn schneidet. Oh Mann, ey, schneidet einer mit der Kettensäge die ganze Zeit. Das hört sich an, ey. Hier auf der Straße sind sie gerade am Rasen pflegen. Mein Gott. Echt, die hängen da mit Schere auf dem Boden und ja, jedes Grashalmchen so lang wie das andere, sagen wir mal auf gut Deutsch hier. Ab mit dem Rasenmähertrecker, scheißegal. Richtig, hab ich mir auch gedacht, ey. Hab mir jetzt, hatte ich schon erzählt, ne, dass ich mir einen Johnny gekauft habe. Ja, hast du schon. Ja, dann geht's auch richtig, ja. Okay. Für unser Garten ist er eigentlich zu groß, aber naja. Aber der Spaßfaktor kommt nicht zu kurz. Richtig, so ist es. Ja, wie gesagt, dann gucken wir, ob ich das Schneidwerk, das Schneidwerk unten drunter wegbauen kann. Dann kann ich den nämlich auch noch für die Weiden von meiner Freundin benutzen, von den Pferden. Da muss ich erstmal schauen. Warum? Was willst du in der Weide machen? Genau. Ja, so Dünger streuen, striegeln und so. Weißt du, bist du. Also bei uns am Rasenmähertrecker, wir haben Honda, das sind 4 Splinte rausziehen, dann hast du das mehr weg ab. Ja, das. Und den Riemen noch abziehen eben. Da, dann hast ja, richtig, genau. Dann kannst du das Ding. Ja, Mist. Dann ist das. Da wird der Bauer Harry aber böse. Warum? Hast du ja 5 Euro stehen lassen. Ich fahre da jetzt gleich extra noch hin, aber das kommt mit dem Sprit auch wieder nicht gut. Ah, dann kannst du es besser stehen lassen. Ich glaube, auf dem Feld 8 kannst du Stroh auch fallen lassen, häckseln. Ja. Ich glaube, Stroh haben wir genug. Die hatten gestern noch irgendwie 200 Ballen gemacht, glaube ich. Jo, oder bist du noch nicht leer? Bin noch nicht leer. 27%. Ja, ist ja gut. Guck, da wäre was in den zweiten Anhänger gekommen. Wir sind jetzt zufrieden, dass der vordere erstmal voll ist. Oh, wie viel hast du noch drin? Ich habe schon 94, 5. Ja, passt. Profihaft glaub, hier. Muss ich hier oben durch die Ecke? Oder können wir auf 6? Ne, kommen wir nicht dran hier, ne? Was? Wo? Hier auf 6 können wir auch erst noch abdreschen. Du brauchst nicht erst da rausfahren, aber musst du wahrscheinlich eh das Schneidwerk hinten anhängen. Ja, muss ich eh, geht nicht anders. Geht eh nicht anders. So ist es. Oh.
50 Bilder pro Sekunde. Schön. Eigentlich etwas happig, aber naja. Ich fahre daraus, wo du rausgefahren bist. Ich kenne mich. Wieso kannst du besser da oben? Kommst du direkt so aufs Feld drauf, auf die 6? Oder auf die 8 oder was ist das? Ach ja, hier vorne, ja, genau. Da ist eine Durchfahrt, musst du nur das Schneidwerk heben. Ja, habe ich schon hinter. Auf 6, ein bisschen weit ausgeholt. Jetzt leckt es aber extrem gerade, leckt mich im Sack. Oder ich habe mich festgefahren mit dem Drescher, das kann natürlich jetzt auch wieder passieren. Ja, voll festgefahren mit dem Drescher. Voll in die Kuhle rollen, ey. Haben wir irgendwo was Größeres zum Wenden? Ne, muss ich hier machen, nützt nichts anderes. Seit wann hat die Hecke Colli? Die hätte ich mit dem Drescher schon dreimal weggenietet hier. Muss ich nur gucken, dass ich hier irgendwie wieder ja. Ich wollte gerade sagen, wie wolltest du jetzt hier rauskommen? Ja, ich fahr oben. Dann ja. Anzuhängen. Ich fahr da oben einmal kurz. Ich muss eine Runde fahren. Mal wieder nicht. So, hey. Ich hätte eben ein bisschen ins Korn fahren können, mein Gott. Nein. Du bist doch beim Abhängen auch schon ins Korn gefahren. Ah. Harry. Oder? Denke ich auch. Nee. Ja, doch. Harry. Herzlich willkommen in der Aufnahme. Richtig. Stoßen die dazu. So muss das. Heute noch oder morgen? Ah, da ist er doch. Einmal Bud Simpson und einmal Homer Simpson. Mann, hier ist was los mit den ganzen Simpsons. Ich muss einmal um Pott fahren. Aber geht ja. Nicht mein Sprit. Nicht mein Geld. Harry, nicht, dass ich dich gleich umfahre. Komme ich denn hier raus? Ne, ich kann auch da vorne entlang. Immer lustig beim... Ah ja, das sieht gut aus. Ja, perfekt. Ich bin jetzt wieder auf Feld 7, fahre jetzt wieder runter. Ah, jetzt geht's schneller. Wäre ich ab. Vielleicht ein bisschen umständlich, aber sonst ganz in Ordnung. Ja, ein ganz wenig. Ne? Ja, jetzt fahr du. Ja, natürlich. Jetzt fahr du noch die Karre. Ist das normal, dass der zweite Anhänger so ausgekippter ist? Also. Wie ausgekippt? Also der steht ist. Steht der noch hoch oder wie? Ja, der steht noch hoch zur Seite, ist der gekippt. Dann ist das ein Synchrofehler gerade. Bei mir sind sie beide quasi in der Ausgangsstellung. Schöner Synchrofehler. Harry, brauchen wir eigentlich Stroh? Wir haben 50 Balen. Reicht erstmal, ne? Dann kannst du Strohhexe. Boah, du hast ja. Das ist doch keine schöne Aufnahme jetzt hier. Was? Hat da sich wieder festgefahren? Ich habe mich doch gar nicht festgefahren. Scheiße! Ich ja sicher hast du nicht. Was macht das Schneidwerk eben ab? Kuppel ab und dann schiebt das eben so weiter rein erst. Abkuppeln. Dies kuppel so Ding ab. Ah. So, jetzt schiebst du es erst rein und dann ist. Oh mein Gott. Ja, schieb. Oh. Voll die Schiebung hier. So anfangen. So, und jetzt könntest du es theoretisch wieder angucken. Ja, guck, der Bauer guckt auch schon skeptisch. Oh, Leute, ihr macht mich ganz nervös. Und fahr am besten links rum, dann kann ich dich nämlich auch vernünftig abtanken. Dann brauche ich nicht ins Korn fahren. Das wäre, da wäre ich dir sehr zum Dank verbunden. Nö, ich dir aber nicht. Ja, macht ja nichts.
mit der Latte. Ich glaube, die erste Runde kann ich eher knapp nehmen, die Erfahrung. Ja, okay, macht ja nichts. Ich kann die auch ausfahren die ganze Zeit, dann kannst du mir das die ganze Zeit abtanken, wenn du willst. Richtig, so hatte ich es auch der fast gedacht. Der bei Weizen kommt ein bisschen mehr rum. Mhm. Aber ich wollte dir noch einen Schlepper holen und an den anderen Trecker nehmen, anderen Anhänger nehmen, oder? Ja, dann ist das ein bisschen besser aufgeteilt, weil da richtig. Kommt auf jeden Fall am besten noch ein Anhänger, weil hier kommt ein bisschen mehr bei rum. Das schaffen wir wohl. Glaube ich nicht, ich habe jetzt 50% dran. Kann ich mir einsteigen? Wie, kannst du nicht einsteigen? Ich will nicht. Warum nicht? Kein Trecker mehr da, oder was? Doch. Nee, wir hatten heute Morgen gebannt hier am Server, wer? Ich nicht. Ich war heute Morgen noch gar nicht da. Richtig. Aber wenn du gebannt bist, kannst du doch eh nicht drauf joinen, also müsst bis... Ich hab mich nicht. Dann hilft eigentlich nur neu joinen. Theoretisch. Kann nichts machen, Junge, ich starte dann wieder. Warum, aber du bist auch doch gerade du bist doch gerade durchgetappt. Oder nee, nicht? Nee, gar nicht. Oder Sascha, warst du das? Nee, ich war das vorhin, ja. Na gut. Als ich da oben hergefangen, na gut, dann weißt du das. Er ist ein bisschen verwirrt mit euch beiden. Gleichen Namen, ist ja schrecklich, ey. Ach, hör auf. Ja, Leute, das ist ja schrecklich, ey. Du lässt ja alles stehen. Ja, die 5 Cent. Stell dich mal nicht so an. Vor allem hier Allround-Talent, ey. Auf, FMS ist im Spiel heute auch etwas hoch, also 70-80, sonst spiele ich mit 40-50. Also Ingot ist gerade nicht ganz in Ordnung. So, 80, 81, 82. Wie, schon wieder? 85. Gott, du hast ja nicht mal richtig abgetankt. Ah. Ja, gut. Ja, genau. Wenn du nicht vernünftig fährst, dann kann ich dich auch nicht. Ja, ich hatte gerade voll das Loch. Ach, hör auf. Vor allen Dingen, ich habe alles schön auf Videobeweis. Kannst du dir alles später angucken. Ja, schlimm genug. Aber die erste Folge haben wir auch gleich schon geschafft. Wow. Erst nur 15 Minuten sind dann auch schon wieder um. 15 Minuten sind 4 GB oder? Nee, bei mir wird's. Na gut. Ja, kommt knapp hin. Ich hab jetzt 3,8. Ich bin voll. Ja, ich hab jetzt gleich 80%. Ja, macht nichts. Harry ist vielleicht. Wow. Vielleicht unterwegs. Vielleicht. 82. Also, ich glaube, den Ertrag. Das Mod hätten wir rauslassen können. Nein, der kann drin bleiben. Also, voll. Loch. Meine Kacke. Loch. Aber die Map ist etwas aufwendiger beim Aufnehmen, das merkt man schon. Ja. Ja, fahr die Kacke erstmal zum Hoch. Voll. Ja. Voll. Ja. Heute noch? Ja, vielleicht auch erst morgen, mal gucken. Ja, dann kann ich ja noch ein bisschen weitermachen draußen. soll ich mir noch Kaffee holen, bevor du kommst? Boah, Junge. So, ich muss mir jetzt erst noch mal den anderen Anhänger, schnappe ich mir dann doch noch. Dann muss Harry gleich mal... Ich habe ja den auf dem Server. Harry steht hier noch, ja. Das kann gar nicht bewegen mehr. Dann versuch die Nummer einzu. Das hilft eigentlich nur neu drauf joinen. Ja. Was anderes wüsste ich da jetzt spontan auch nicht. Hallo, heute noch? Ja, anderen Anhänger erstmal anhängen. Ja, das ist doch. Rückwärts fahren, anhängen, weiter im Text. Ja, ich bin dabei. Oh, wo ist denn jetzt die Deichsel? Garantiert unterm Anhänger, oder? Nee, irgendwie nicht, aber ganz sauber kommt er da nicht dran. Oh, jetzt sieht es wieder aus. Aber wir haben es auch